Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3. Letztes Mal haben wir in Windia mit dem Versteckspiel angefangen und einige andere Sachen gemacht. Dieses Mal geht's weiter gleich zur Anlage, wo wir nach dem Rechten sehen sollen, damit der König uns vielleicht etwas mehr vertraut und nicht wieder glaubt, wir wollen seine Tochter entführen und so. Und uns vielleicht einen Pass übergibt, damit wir nach Osten können wieder. Dazu müssen wir aber, wie gesagt, zuerst in der Anlage nach dem Rechten sehen und schauen wir mal zum Zentralgebäude. Nach hinten. Ob es da irgendwas Aufregendes gibt, vielleicht erzählen die Leute. Ah ja, der Direktor ist übrigens verschwunden. Das, ja genau. Warum genau? Und das sehen wir später dann. Die. Warte mal, ist das nicht. Hey! Sollte ja Momo sein, oder? Na, schauen wir gleich. Also auf zum Reaktor, das ist das Gebäude quasi in der Mitte der Karte hier, das man erreichen kann, so wie letztes Mal einfach alle Förderbänder einmal benutzen, oder bis auf das letzte Förderband alle Förderbänder einmal benutzen. Dann landet man quasi bei dem komischen Gebäude mit dem Ofen oder was auch immer das sein soll. Leider sind die Förderbänder jetzt nicht allzu schnell. Aber wir haben ja Zeit. So viel ist in der Folge jetzt auch wieder nicht zu tun. Hier haben wir schon den Reaktor und dann schauen wir auch, ob wir hier irgendwo Momo finden. Oh, Mausi. Oh, Momo sehe ich auch schon. Sehr gut. Dann bin ich gespannt, was sie zu sagen hat, wenn sie uns wieder sieht. Schließlich war sie ja live dabei beim Finale im Engelsturm. Ups, Entschuldigung, das war mein Löffel. Ich muss nämlich kurz meinen Tee ausdrücken hier. Bevor ich hier weiter drücken kann. Welche Teile? Momo, kennst du mich noch oder bist du irgendwie verwirrt? Hallo, Momo? Ja, sie ist leider sehr zerstreut und irgendwie in ihre Arbeit vertieft. Ich glaube, deswegen kann sie nicht genau einschätzen, wer jetzt genau hier hinter ihr steht. Ja, mit eurer Freundin meint sie natürlich mit deine Freunde. Weil sie ist natürlich mit Mausi per Du, allerdings ist das wieder in der Übersetzung verloren gegangen. Okay, na dann spute dich mal. Ich bin nicht wirklich gestorben, also ich weiß nicht. Natürlich könntest du das selbst herausfinden, indem du mich einfach ansiehst und siehst, dass ich vor dir stehe. Aber vielleicht ist das ein Thema für eine andere Zeit. Das ist, glaube ich, der Plan, oder? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen, quasi nächsten Sidequest oder eigentlich Hauptquest, weil man ihn ja nicht überspringen kann. Und zwar der Direktor des Werks hier oder der Anlage hier ist irgendwie vom Boden verschluckt worden. Also wie vom. Warte mal, wie funktioniert das mit den Sprichwörtern? Wie auch immer, er ist auf jeden Fall nicht aufzufinden. Und das Werk ist irgendwie außer Kontrolle und keiner weiß, was genau jetzt zu machen ist. Genau. Allerlei Fehlfunktionen. Und der Direktor ist der Einzige, der weiß, wie man hier wieder Ordnung hineinbringen kann.
Tja, die Frage ist nur, wo ist er? Juhu! So, jetzt haben wir Momo auch mit dem Team. Allerdings ist das noch nicht alles, was wir heute erledigen wollen. Bevor wir mit dem... Genau, mit dem Säubern der Anlage beginnen. Oh, Pico. Den gibt's auch noch. Offenbar hat sie ihn nicht eingepflanzt in den Boden und er ist nicht zu einem Baum geworden, also... Yggdrasil kennen wir schon als Meister, also den haben wir auch schon abgeschlossen, hoffentlich. Ich verstehe da Ninos Gedankengang nicht ganz so wirklich, nachdem Pico nicht so gewirkt hat, als würde er sich wirklich dafür interessieren, was hier in der Welt abgeht. Also, warum er genau wissen soll, wo Palette ist, keine Ahnung. Ich spreche den Direktor übrigens Palette aus. Ob das jetzt Palais ist oder Palette oder. Naja, es ist egal. Ich sag Palette dazu. Und wir gehen mal zu dem riesengroßen Baum auf der Karte. Das ist nämlich wieder eine Lichtung mit Yggdrasil drinnen, von der es ja mehrere gibt auf der Karte. Das ist eines der wenigen Male, wo die Kamera auch weiter rauszoomt, was ich persönlich sehr cool finde. Ja, war das vielleicht Pico? Vielleicht kann der Pico reden jetzt. Ja, oder auch nicht. Pico! Ich finde, Pico ist einer der coolsten Charaktere hier. Also überhaupt gar nicht. Wirklich, Momo. Blumen und Bäume können nicht sprechen. Tja, wer hätte sich das gedacht? Wäre wirklich cool zu wissen, was Pico ganze Zeit sagen will. Auf jeden Fall haben wir ihn wieder mit im Team und das ist auch gut so, denn wir brauchen ihn in der Anlage. Allerdings wollen wir vorher etwas ganz anderes machen, und zwar wir wollen mit Pico noch etwas leveln bei Maryleep, weil Pico war ja schon die ganze Zeit bei Maryleep eingeschrieben. Deswegen machen wir das so. Ist mir egal, wie wir es genau machen. Um das wirklich erfolgreich zu regeln, will ich zuerst mal einen Camp aufschlagen. Ich werde mir... Oh, wir können das ganz anders machen, was ich auch noch machen wollte, und zwar... Wir haben jetzt, wen nehmen wir mit in die nächste? Ah ja, genau. Ich stelle jetzt meine Truppe mal so zusammen, wie ich sie in der Anlage dann verwenden werde und schaue, welche Gegenstände oder welche Ausrüstungsgegenstände ich mir dann im Feendorf kaufen kann dafür. Vielleicht hat sich auch im Feendorf etwas getan, also... Oh, das wollte ich ja gar nicht. Egal. Ruhen wir uns trotzdem aus. Was ich eigentlich machen will, ich will Pico wieder gegen Momo austauschen, weil Nina und Nina und Momo werden mit in die Anlage kommen. So, jetzt schauen wir kurz ins Feendorf. Ich glaube, irgendwo hier in der Nähe müsste sowieso auch ein Blumenkreis sein. Ja, genau.
Also ich werde kurz ein Safe-Set anlegen vorher, falls etwas Dramatisches schieflaufen sollte und irgendwelche, vielleicht mir alle meine Feen gestorben sind bei der Expedition, was ich eigentlich gar nicht glaube. So, schauen wir mal rein. Und dann rüsten wir uns mal ordentlich aus mit der Kohle, die wir jetzt schon haben. Entschuldigung, musst du etwas Tee trinken hier. Zuerst wie immer der Blick auf das Neuigkeitenbrett. Nichts da ist, sehr gut. Das heißt, wir können einfach heraufgehen in den Waffenshop und schauen, was wir alles organisieren können und ohne uns um irgendetwas anderes zu kümmern. Ups. Sehr gut. So. Also Tigerhüte werden eine sicher ganz gute Investition. Nicht nur deswegen, weil sie gute Verteidigung haben, sondern weil sie auch die Kraft erhöhen. Und die Aktivität bei Nina und Momo sinkt deswegen, weil sie momentan noch gar nichts anhaben. Und allerdings der Tigerhut ist schon sehr gut, weil er hat nur Gewicht 1, das heißt, er beeinträchtigt die Aktivität fast gar nicht. Schützer wären auch ganz gut, allerdings die kosten mir jetzt zu viel. Das heißt, ich kaufe mir 3 Tigerhüte und verschiebe die Schütze auf später. Das Startungsänderungen ist momentan auch nicht ganz so wichtig. Ups, so viel nicht. 3 reichen. So, 1. So. Dann, was haben wir sonst noch? Katzbalger brauchen wir nicht. Schusslande, Steinmann, Zerfalker, Crab Cape. Sonst brauchen wir nicht gar nichts. Das ist das Ouroboro. Ja, wie auch immer das heißt. Das wir für Nina natürlich auch gleich kaufen. Kostet auch ganz schön viel. Aber eine ihrer besseren Waffen, also es gibt auch bessere Waffen für sie, aber glaube ich nicht mehr allzu viel. So, das war's auch schon, glaube ich. Jetzt sind wir halbwegs gut ausgerüstet. Hier werden wir nochmal, was haben wir, den Papa in die Hand nehmen, glaube ich. Wir brauchen die hohe Aktivität jetzt bei Rio nicht so dringend. Ja. Das Rundschild haben wir auch noch, das werden wir dann später austauschen können, wenn der andere Shop ordentlich am Laufen ist. Hier haben wir auch nichts Besseres, für Momo auch nicht, für hier auch nichts. Die, wissen Sie, die Accessoires stimmen eigentlich auch ganz gut. Ja, das passt eigentlich alles. Das heißt, wir können die Party. Also so werde ich dann in die Anlage gehen. Allerdings vorher werde ich mir noch bei Marylib alle Skills holen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wer Marylib überhaupt ist. Das ist die erste Elfe, der wir überhaupt begegnet sind. Und zwar in dem komischen Teich dort. Ich glaube, wir haben sie vorher gesehen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dort in dem Fragezeichengebiet gibt es Marylib. Das ist das mit dem Teich und wo man mit Pico quasi den Stein in den Teich schießen muss. Dazu wollen wir unsere Party mal umstellen. Ich weiß noch nicht, wen ich jetzt überhaupt mitnehmen werde. Am besten, ich nehme Nina und es ist im Prinzip egal, also ich werde Nina und Pico mitnehmen. Weil ich werde sowieso Pico herrschen geben und Pico wird die gesamten Erfahrungspunkte quasi aufsaugen. So rüsten wir noch kurz aus, also so gut wie möglich. Oh, Feuerklaue. Hat zwei Elemente, aber ist im Moment noch nicht so tragisch. Und was wir ihm hier jetzt geben, ist nicht so wirklich wichtig, also. Da braucht er nicht gar nichts. Wichtig ist nur, dass wir jetzt Folgendes machen, und zwar zuerst mal alle Fähigkeiten, die wir noch haben, irgendwie, die lassen wir so. Scham brauchen wir übrigens überhaupt gar nicht. Das erhöht nur die Chance, bestimmte, also seltene Objekte zu finden im Kampf, also zum Beispiel von Gegner irgendwelche seltenen Gegenstände zu finden. Das ist aber nicht so
Erstens mal funktioniert es nicht so gut. Und zweitens ist es nicht so arg wichtig. Meditieren, herrschen werden wir jetzt zurückgeben müssen. Einfluss lassen wir mal. Weil ich nicht genau weiß, wen ich mitnehme, wenn ich das nächste Mal rein mit habe. So, und dann werden wir einfach nur eine Tinte verbrauchen. Wir haben noch genug, also ich werde nach der Anlage wieder Tinten herbeischaffen, aber jetzt haben wir mal genug. Das Ansturm ist auch nicht so wichtig. Schild und Heiliges. Schild habe ich übrigens von Marylip schon bekommen, das heißt, ich muss nicht ganz so vorne anfangen mit Pico. So, wo ist das? Herrschen, 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 herrschen. Hier. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen bei Pico. Ich glaube, 4 Level oder so müssen wir machen mit Pico. Das Ganze werde ich auch erledigen, und zwar, nachdem ich hier gerastet habe. Und zwar hinten beim östlich von McNeil, wie heißt der Berg? Levittberg, glaube ich, heißt er. Dort geht es wahrscheinlich am schnellsten, also. So, und das Ganze mache ich natürlich wieder offscreen. Das heißt, ich bis zum nächsten Mal werde ich genug Levels machen, um Marylip die letzten paar Skills abzuluxen. Und dann geht's auf in die Anlage. Und dort schauen wir uns dann um, was da genau los ist und ob wir vielleicht in der Anlage sogar Palette finden. Oder Palette finden. Ja, wie auch immer. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!